Hallo, Siegraus-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Siegraus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir haben wieder drei Themen für euch. Wir fangen dann direkt an mit der Kompensation-Server, habe ich es einfach mal genannt. Dieses Wochenende, vergangene Wochenende, war ja gezeichnet von technischen Problemen mit unserem EU-Server. Und ja, Wargaming hat sich dazu entschlossen, uns eine Kompensation zu geben. Und zwar in Form von 2 Tagen World of Warships Premium-Spielzeit, 2 Bälle-Pock-Containern, also das mit dieser neuen Sammlung für dieses Jahr. Und jeder EU-Clan erhält 2000 Öl als Ausgleich, weil ja teilweise auch Clangefechte nicht richtig möglich waren, Wertungen nicht richtig stattgefunden haben, obwohl die Spiele gewonnen oder verloren wurden, wurde das als unentschieden gewertet. Also eine Sachen habe ich schon gelesen und gehört. Ja, und wichtig dafür ist, damit ihr Anspruch auf die Kompensation habt, ihr müsst zwischen dem 5. und dem 20. Januar mindestens ein Gefecht gespielt haben. Und um die Kompensation final zu bekommen, müsst ihr auf diesen Artikel, den ich euch gerade zeige, klicken und dann müsst ihr euch oben einloggen, hier oben rechts, und dann Kompensation abholen klicken und dann werdet ihr durch so ein Portal geführt sozusagen und dann kriegt ihr die Kompensation gut geschrieben. Ja, wichtig ist, dass das Öl ihr zum 26. Januar gut geschrieben bekommt. Das heißt, ihr solltet nach Möglichkeit ja, euch möglichst früh einloggen. Ich denke mal, das Öl erhält jeder Clan automatisch, einfach weil er EU-Server-Clan ist. Das muss man sich jetzt nicht separat abholen. Einfach um sicher zu sein, würde ich es einfach machen. Wenn ihr Clanleiter, Offiziere des Clans seid, auf jeden Fall die Kompensation abholen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wie gesagt, bis zum 11. Februar 6 Uhr muss das passiert sein, sonst kriegt ihr die Kompensation nicht. Also 2 Tage Premium-Spielzeit und 2 Bälle-Pock-Container. Damit ihr mal wisst, wie ihr das überprüfen könnt, ob ihr den Bonus erhalten habt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr klickt darauf und am Ende kommt es dann so, dass ihr hier bei den da natürlich 2 Kisten habt, ja, die ihr angezeigt bekommt, die Belle Epoque Container natürlich. Und ihr könnt hier unten auf das Infosync-Symbol neben der Hafenuhr klicken und dann seht ihr, wenn ihr runterscrollt, ja, ihr habt Öl erhalten, ihr habt ein Premium-Konto 2 Tage bekommen und so eine ganzen Geschichten. Die Meldungen sind das, ne? Da, wo sonst die Gefechte stehen, könnt ihr dazwischen Gefechte und Meldungen hin und her schalten. Und da seht ihr dann nochmal ganz genau, ob ihr diese ganzen Sachen halt auch bekommen habt, ja? Und, ja, das ist das, was ich euch dazu unbedingt mitteilen wollte. Nächstes Thema ist dann die Testrunde 3. Wir hatten ja schon in einer der letzten Flaschenpost erzählt darüber, dass es eine dritte Testrunde geben wird für das Update 0.8.0. Und jetzt ist die ganze Geschichte schon aktiv. Und zwar vom Dienstag, den 22. Januar, also quasi heute, seit 17.30 Uhr könnt ihr auf dem Testserver zocken. Und ihr habt dafür Zeit bis zum 28. Januar, 16.30 Uhr. Und da könnt ihr alles Mögliche, ja, zusammenspielen. Da geht es nicht nur um Träger, da geht es auch um noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, ja, dieses Event zurück in den Himmel und so eine Sachen. Da könnt ihr schon mal ein bisschen was ausprobieren, eine Vorschau erhaschen sozusagen. Ja, zurück zum Himmel ist hier der Begriff. Und das neue Mondjahr, dafür gibt es halt auch ein paar Sachen. Die neuen gewerteten Gefechtesaison fängt an mit dem Marinegefecht und so weiter und so weiter. Das könnt ihr alles auf dem Testserver ausprobieren. Aber ich bin mir recht sicher, dass viele von euch hauptsächlich wegen der Träger und der Veränderungen bei den Trägern sich auf den Testserver einfinden oder sich zumindest dafür interessieren. Und darum möchte ich darauf auch eingehen. Ich hatte euch ja einen Livestream gemacht und euch auch gezeigt, wie die zweite Runde so lief, dass die Flak ganz schön sich stark verändert hatte, für mich zum Negativen, weil auch wenn ihr jetzt die neuen Träger oder Träger allgemein nicht so mögt, ja, müssen wir ja das so sehen. Also jeder, denke ich, da draußen sollte, sieht es eigentlich so im Inneren. Am Ende soll das Spiel für alle möglichen Spieler Spaß machen. Für Trägerspieler, für Zerstörerspieler, für Kreuzer und für Schlachtschiffspieler. Und es ist natürlich unabdingbar, dass da eine Balance herbeigeführt wird. Für die Träger, aber auch für diejenigen, die Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe fahren. Und damit, mit der Runde 3, versuchen sie das ein bisschen weiter in die richtige Richtung zu bringen. Und zwar, Trefferpunkte der Flugzeuge und die Effizienz der Flugzeuge wurden erneut neu ausbalanciert. Die Flugabwehr wird nun jede Stufe gleichmäßig besser. In der Vergangenheit war es ja durchaus so, dass man quasi in den unteren Bereichen relativ gut klar kam und dann kam man T8
oder T10 und sofort, quasi von jetzt auf gleich, war das wie, als ob man eine Riesenmauer erklommen hätte und deswegen, ja, man erstmal so da schon war, was geht denn jetzt hier ab, ja? Und genau das wollen sie eigentlich mit dem neuen Trägerumbau gerade verhindern, dass man eben so einen plötzlichen Levelanstieg hat, sondern man will ja das gleichmäßig und smooth, weich übergehen lassen. Immer schwieriger, umso höher die T-Stufe wird und das soll der Anspruch sein. Ja, jetzt gibt es keinen großen Sprung mehr in der Effizienz und der Unterschied wird aber trotzdem weiterhin deutlich spürbar sein. Ja? Die Wiederherstellungszeit der Flugzeuge war auf T10 schon in Ordnung, weil man dafür auch bestraft wurde, wenn man schnell Staffeln verloren hat. Stand mal ganz schnell beim Träger und hat mitbekommen, scheiße, meine nächste Staffel, die hat ja nur 3 Flugzeuge statt 9, weil ich einfach so schnell gestorben bin mit meinen Flugzeugen. Und deswegen werden alle Stufen außer die T10-Stufen angepasst von der Dauer, wie die Flugzeuge an Deck gebracht werden. Ja, also die nächsten Geschwader, nachdem euer Geschwader gestartet ist. Das war auf allen Stufen zu gering, außer bei T10. Dann wurden die Bomber angepasst, und zwar der Tierstufe 6. Da wurde was behoben, ein Fehler behoben und das Jägerverbrauchsmaterial entfernt. Die Einzielzeit mit Torpedos wird von 2 auf 3 Sekunden erhöht. Ja, es war zu einfach mit Stufe, ja, jetzt reden sie hier von Stufe 6 Torpedobombern und da wieder von Stufe 4 Torpedos. Ja, ist klar, weil man kann ja dann auch wahrscheinlich irgendwie, passt doch irgendwie überhaupt nicht. Es war zu einfach, Stufe 4 mit Torpedozielen zu treffen. Ja, was kontinuierlich zu Flutung führte. Ja, jetzt weiß ich, worauf sie hinaus wollen. Also, Torpedobomber der Stufe 4 wurden angepasst und dann, das ist aber unabhängig davon, dem Punkt da oben, mit den T4-Flugzeugen war es eben so einfach möglich. Da hatte ich, glaube ich, auch in dem Livestream einmal gezeigt vom Testserver. Da konnte man relativ schnell und einfach einfach enge Bögen um die Schiffe rumfliegen. Also man hat ein Torpedo abgesetzt, man konnte ja auf der Tierstufe nur ein Torpedo ins Wasser setzen und die Aktivierungszeit, bis der Torpedo scharf war, um das Schiff zu treffen, war ganz kurz, gerade mal 1 oder 2 Sekunden, wie sie hier schreiben. Jetzt haben sie diesen Gap quasi auf 3 Sekunden gesetzt, also man muss den Torpedo viel früher absetzen und damit muss man auch einen größeren Bogen fliegen, nämlich nachdem man den Torpedo abgesetzt hat, fliegt man dann quasi über das gegnerische Schiff rüber und muss dann eine viel größere Schleife fliegen und ist damit natürlich auch länger im Flakfeuer und somit ja, ist es nicht mehr so ein großes Problem mit den kontinuierlich, dass man da Flutungen ständig auf seinem eigenen Schiff hat. Dann wurde die Reparaturmannschaft, die vorher nur auf Sturzkampfbombern verfügbar war, transferiert. Und zwar von den Sturzkampfbombern auf die Torpedobomber. Die ursprüngliche Intention war, dass die Sturzkampfbomber halt die stärksten Flieger im Spiel sind. Das ist aber wohl doch nicht ganz so, sondern die Torpedobomber sind noch stärker. Und vor allen Dingen befinden sie sich viel, viel länger durch den langen Anflug. Gerade auf den höheren Tierstufen ist die Dropzeit, also bis man die Torpedos abwirft, ich glaube 6 Sekunden sogar oder 7, ja, da ist ja die Vorhaltemarke, bis die Torpedos aktiv sind oder aktiviert sind, doch sehr, sehr lang. Und da ist es viel, viel wichtiger, die Torpedobomber mit der Reparaturmannschaft am Leben zu erhalten, weil sie sich halt viel, viel länger im Flakfeuer befinden. So, die Priorisierung eines Sektors, wo die Flugabwehr erhöht wird, ist jetzt ausgetauscht worden. Also genau, das war diese Geschichte mit den Explosionen, was ich schon sagte. Ne? Wenn ihr durch die schwarzen Explosionen fliegt, haben eure Staffeln und Flieger immer eine ganze Menge Schaden kassiert. Und das wird jetzt geändert. Es wird weniger so eine schwarzen Explosionen geben, also dass die Geschosse quasi draußen auf eure Höhe explodieren. Aber dadurch wird es jetzt in die Richtung verändert, dass es eher konstanten Schaden gibt. Also man nachvollziehbarer Trefferpunkte verliert und nicht von jetzt auf gleich plötzlich 3 Flieger weg sind und dann noch so eine Explosion und man ist quasi tot, sondern es wird jetzt eben so sein, dass man kontinuierlich Damage bekommt. Ja? Auch sehr, sehr gut für den Kapitän, der diese Flugzeuge da steuert, weil ist nachvollziehbarer. Der nächste Punkt ist, dass die verschiedenen Sektoren jetzt eben dann mit Leuchtspurfarbe auseinandergehalten werden können. Ja? Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie das jetzt meinen. Ist der Sektor links und rechts, also ob man jetzt links 50 und rechts 150% hat, ist das farblich unterteilt? Oder ist der Sektor unterteilt Nahkampf, mittlere Entfernung und Fernkampf? Ja, das ist jetzt hier noch nicht so ganz klar erkennbar. Auf jeden Fall soll man dann die Situation besser verstehen können, ob man sich jetzt in dem
in einem Langstreckenfeuer befindet oder in einem Mittelstrecken- oder Kurzstreckenfeuer. Weil da die Intensität auch immer unterschiedlich ist. Dann wurde das Verbrauchsmaterial Jäger für Träger ausbalanciert. Nämlich der Träger kann ja Jäger starten, um sich selbst zu verteidigen. Und das war wohl relativ schnell und zeitnah möglich. Jetzt gibt es nur noch 4 Aufladungen und eine Abklingzeit von 40 Sekunden. Die Anzahl der Flugzeuge wird auf 4 reduziert. Das waren mal mehr. Ja? Dadurch hat der Träger weiterhin eine ordentliche Flugabwehr, aber ist trotzdem verwundbar. Ja? Und das ist eben in der Vergangenheit nicht mehr so einfach möglich gewesen. Ne? Dann auch die Anzahl der herbeigerufenen Flugzeuge als Verbrauchsmaterial Katapultflugzeug wurde auch reduziert. Ja? Von 6 auf 4, von 4 auf 3. Sind auch Fertigkeiten und Verbesserungen, die quasi die Flugzeuge verbessert haben, überarbeitet worden, weil sie viel zu starke Einfluss teilweise auf die Flugzeuge hatten. Da wird ein Zähler hinzugefügt, das ist auch eine sehr interessante Nachricht. Es wird ein Zähler hinzugefügt, der euch anzeigt, wie viele Schadenspunkte ihr auf Flugzeugen gemacht habt. Auch wenn ihr vielleicht gar kein Flugzeug abgeschossen habt, aber die Zählerpunkte sind extrem wichtig, um euch zu verdeutlichen, um ein Feedback zu bekommen als Kapitän eines Schlachtschiffs, wie viel Damage habe ich denn auf Flugzeugen überhaupt gemacht. Und das ist doch mal eine coole Sache. Außerdem wurden hier diverse Kleinigkeiten noch verändert. Der Zielpunkt von Torpedobombern ist nun vor allem auf helleren Karten besser sichtbar. Hatte ich auch dieses Problem, wenn ihr in der Karibik unterwegs seid, in hellem Wasser, viel Sonne, dann konnte man nachher gar nicht das Overlay richtig erkennen. Und wo dann einfach diese Vorhaltemarke, bis wann man spätestens die Torpedos abgeworfen haben muss, damit sie sich noch rechtzeitig aktivieren. Das konnte man einfach gar nicht vernünftig sehen. Dann wurde der Sound verändert, wenn die Bomben auf Inseln einschlagen statt auf Schiffen. Und ja, der Rest ist eigentlich relativ überschaubar und hat jetzt nicht direkte Mechanikeinflüsse. Das waren, denke ich mal, die wichtigsten Punkte. Wir werden sicherlich nochmal einen Livestream oder ein separates Video zu dem Träger-Rework machen. Da könnt ihr dann gespannt sein hier bei uns auf dem Secrets-Kanal. Und das ist erstmal das, was ich euch zur Runde 3 der Träger sozusagen auch erzählen wollte. Gibt natürlich weiter Belohnung. Ihr könnt weiterhin mitmachen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also hier Game Center installieren, registrieren mit derselben E-Mail-Adresse, selben Accountnamen am besten. Und dann seid ihr dabei und könnt hier auch immer Flaggen mitnehmen. Also eine ganze Geschichte. Gut, jetzt genug vom Testserver. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Und natürlich werde ich auch diesen Artikel in die Beschreibung des Videos verlinken. Und der letzte Punkt ist das KPM Geburtstagsevent. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, im Forum gibt es hier regionale Wettbewerbe der Community Area, deutschsprachige Community. Da werden hier immer mal wieder Turniere beworben und diesmal ist es das KPM Geburtstagsevent. Ich werde selber an dem KPM Geburtstagsevent selber teilnehmen und zwar am 23.02. werde ich ab ungefähr 20 Uhr, ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht ein paar Minuten früher von dem Event berichten und live übertragen. Ich werde da fanmäßig mitfahren und ja, wir werden natürlich auch ein, zwei kleine Preise mitsponsoren, damit wir hier den Geburtstag von KPM gebührend feiern können. Wenn ihr Bock habt, bei sowas mitzumachen, vielleicht auch mit mir zu fahren oder mit den Kollegen da, die da noch mit dabei sind. Wir haben ja noch ein paar andere Streamer mit dabei, Pasch und Nerf 555, ja, sind da auch mit dabei beim KPM Geburtstags-Event. Ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall hier bewerben. Es gibt hier genug Möglichkeiten. Und hier ist dann auch nochmal genau der Zeitplan. Es ist ein Freitag und ein Samstag. Ja, also das solltet ihr euch schon mal gleich merken. Der Tag 1 geht halt am 19.25 los und Tag 2 halt auch. Ne? Auf Ansage, da gibt es dann halt Ansage von dem Eventleiter. Und dann gibt es ein Aufwärmen und danach gehen die Gefechte dann los. Was man dazu noch sagen muss, ist, für ganze Teams fällt die Teilnahmegebühr aus. Wenn sich aber einzelne Teilnehmer anmelden, dann ist eine Gebühr von 2 Euro fällig. Und zwar werden damit die Preise für die siegreichen Teams sozusagen finanziert. Das heißt, ihr werdet als Einzelspieler auch einem Team gelost, soweit ich das verstanden habe, und könnt dann halt auch davon profitieren, davon gewinnen. Und ja, deswegen ist diese Gebühr jetzt in dem Fall, fällt diese Gebühr an. Wenn euch das nicht abschreckt, ich hoffe es nicht, dann bewerbt euch. Wir haben auf jeden Fall da noch wohl ein paar Plätze frei, wurde mir mitgeteilt von dem Eventleiter. Ja, ich hoffe, das ist vielleicht nochmal eine Idee, eine Anregung für euch. Ihr könnt euch da informieren. Natürlich werde ich auch diesen Link wieder in die Beschreibung setzen. Und das war es auch schon von der Flaschenpost für heute.
Es waren wieder drei Themen. Ich hoffe, da war wieder was dabei, was ihr vorher noch nicht so wusstet oder was für euch neu war. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Ebenfalls konstruktive Kritik ist immer gefragt. Kommentare wünsche ich mir sowieso immer, jedes Mal. Ich möchte gerne mit der ganzen Community da draußen interagieren und für alle von euch da draußen interessante Inhalte bieten. Und ich hoffe, dass mir das immer häufiger gelingt, auch durch euren Input. Dann sage ich einfach danke, bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Marara, ne? Ciao, ciao.